Schönen guten Abend. Wir fangen mit War Thunder an und dann wahrscheinlich wieder ein bisschen Tarkov. Mal schauen. Vielleicht wieder richtig asozial Exfil campen. Vielleicht gehe ich aber auch mal auf Shoreline, versuche sogar ein paar Quests zu machen. Irgendeine Karte, wo ich. Mal gucken. Ich mache mir da nicht zu viel Stress. Nächsten Samstag werde ich schauen, ob ich überhaupt War Thunder streame. Oder gleich zum Manor Lords Wechsel, weil da bin ich doch sehr gespannt und das ist ja ziemlich gehypt. Aber ich darf es auch gar nicht zeigen bis zum 12. Also ich könnte theoretisch am Freitag streamen, aber dazu werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Von daher fangen wir mal mit War Thunder an. Schönen guten Abend. Jupp, alles fit. Hoffe doch auch bei Ihnen. Ich sehe, hier gibt es wieder solche Dinger, wo man wieder. Das war wohl sehr erfolgreich, sodass man die jetzt wieder kaufen kann. Ne, sind sie schon wieder nicht mehr verfügbar? Das sieht so aus. Diese Dinger hier, die Werkzeugkisten. Zumindest kann ich sie nicht mehr auswählen. Na gut. Aber wie man sieht, habe ich die schon ein bisschen genutzt. Während ich mich, glaube ich, gestern oder vorgestern mal eingeloggt habe. Denn ich habe ja jede Menge Silver Lines. Von daher ist es für mich nicht dramatisch, davon eine Unsumme rauszupulvern. Auch ohne, dass ich recht viel rausbekommen kann. Und ich bin nicht sicher, ob ich hier überhaupt schon irgendwie mit all den Sachen, die ich damit gekauft habe, schon was bekommen habe. Denn da kann man ja theoretisch Fahrzeuge und sowas bekommen. Naja. Gut, dann würde ich sagen, schaue ich mir. Oh, ich habe ihn erforscht. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Gut. Dann habe ich den deutschen Stammbaum schon wieder komplett durch. Können wir ein bisschen Amerikaner spielen. Habe ich schon, glaube ich, auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Flugabwehr, was haben wir da? Okay, da forsche ich gerade noch das Letzte. Das ist inzwischen 11.0. Interessant. Clickbait habe ich. KVT. Frage ist, ja, ob ich da nicht lieber den nehmen soll. IPM1. Das hier. Denn mit seinem Autolader ist das Ding verdammt stark. Joystick ohne Close Air Support, ja. Weil ich ein richtig schlechter Pilot bin. Und dazu fast nie auf Top-Tier Flugzeuge spiele. Das heißt, was die Smart-Bomben angeht, habe ich überhaupt nichts eingestellt. Ich weiß gar nicht, wie man die bedient. Und wenn ich auf 11.0 mit Freifallbomben fliege, glaube ich, habe ich nicht sonderlich viel Zukunft mit radargelenkter Flugabwehr. Was sinnvoll ist, ist auf 10 Kilometer Höhe zu gehen und lasergelenkte Bomben oder Bomben mit Kamerasteuerung abzuwerfen. Mir war nicht klar, dass ich dafür nur. Hä? Okay, ja, dann wohl eher nicht. Über haben sie die Karten verkleinert.
Initiative. Autos. Wärmebildgerät ist so Schrott. Okay, da ist er. Sieht er mich? Keine Ahnung. Nee, der schaut mich gar nicht an. Das Ding soll jetzt übrigens in die Ukraine kommen. S2 S38. Erklären die Russen. Ich hätte schauen sollen, wer der 2 S38 und der T-72 war, die ich erschossen habe, die wieder reingespawnt sind. Denn wenn ja, kommen sie mich wahrscheinlich jagen. Ja. Oh, da kommt wer. Mist. Lieber wieder in Deckung. Ah. Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Rein Kanal, danke fürs Prime. Fahrer Kraftstofftank, nicht gut. Das war Glück. Besser wäre wahrscheinlich gewesen, Nebel zu werfen. Ich wusste ja, wo er war. Er wusste nicht, wo ich bin. Aber zum Glück hat er mich nicht rechtzeitig gesehen. Ah. Okay. Das war ein Tock. Wieder verrissen. Wäre das Tarkov gewesen, hätte ich ihm wahrscheinlich in die Beine geschossen statt den Kopf. Oha. Oh. Der war hinter mir, oder? Nee, der war vor mir? Hä? Okay. Seltsam. Ich dachte, die Schüsse kamen von hinten. Aber gut. Bist du ein Gamer? Was ist ein Gamer? Gamer wird als Cheater. Werden Cheater nicht Gamer genannt? Nee. Ich cheate nicht. Wenn man cheatet und so schlecht spielt wie ich, dann ist man wirklich... Dann hat man wirklich ein Problem. Das lässt sich machen, Nameless Ghoul. Geht Siegfried, er hasst sein Antibiotikum, aber er bekommt es und daher geht es ihm besser und ich glaube in 3 oder 4 Tagen ist er durch mit dem Antibiotikum. Dann sollte alles in Butter sein. Oh. Grauen auf die Karte. Kein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Das heißt, wir haben da irgendwo. Das war auch noch der, der mich getötet hat, alles klar. Oha.
Von wo? Nameless Ghoul, danke fürs Sub. Danke fürs Prime-Sub. Dankeschön. Wenn es der Katze gut geht. Schönen guten Abend, Rattenkaiser. Boomerang, T15. Ja, ist die Frage, ob sie es leisten können. Die werden es aktuell wahrscheinlich nicht machen. Weil das, was sie haben, gut genug ist in den meisten Fällen und sie dort laufende Produktionslinien haben. Und dann umzustellen ist ein bisschen suboptimal. Schönen guten Abend. Was sind denn die begehrtesten Zielfische beim Schleppangeln? Wahrscheinlich Thunfisch. Wobei ich da bislang noch keinen erwischt habe. Sierra habe ich erwischt ein paar Mal. Die waren ganz lecker und die kämpfen auch schön. Ah, okay. Ich habe mit 7 Jahren oder so angefangen, Computer zu spielen. Ich habe nur seit Februar 2022 kaum noch Zeit. Da war irgendwas. Und dann habe ich das irgendwann mal zum Vorwand genommen, auf Twitch einfach nach den Livestreams zu streamen. Abonniert sieht keine Werbung, genau. Das ist die Grundidee dabei, auch durch Nudging auf diese Art und Weise zu mehr Abos zu kommen. Und ich muss wieder anfangen, gezielt Werbung zu schalten, während ich mich in die Gefechte reinlade. Damit die Werbung wenigstens an den weniger dramatischen Punkten erscheint. Habe ich das Angebot schon angenommen? Nee. Das ist das Problem, weil es immer was zu grinden gibt. Ich muss es endlich mal annehmen. Irgendwann mache ich es schon. Ich freue mich schon auf Mannerlord. Ich habe es nur einmal gestartet, aber ich habe noch nicht mal eine Kampagne oder irgendwas begonnen. Ich habe nur gesehen, dass es funktioniert. Das heißt, ich habe 1 Minute Spielzeit bislang oder so. Ich kann auch gar nichts zu Mannerlord sagen. Ich würde es jetzt streamen, aber ich darf es ja nicht. Ah, da geht's jetzt wieder. Können wir nochmal machen. Und dann sieht man, dass es sinnlos ist. So. Zeichen. Nix. 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 Okay. Keine Ahnung, ob ich das schon hatte. Denn es gibt einem auch Fahrzeuge, die man schon hat. Und dann bekommt man einfach 1 Million Silverlines. Ja. Hat sie also richtig rentiert, die zu kaufen. Tor Saisan, danke fürs Prime-Sub. Die Charnos bekommen Spiele nur noch Naval. Es klingt ganz interessant. Andererseits macht mir Ground RB halt auch noch Spaß. Und bei Naval muss ich wieder von vorne anfangen. Irgendwann muss ich es mir wirklich mal anschauen. Aber ja, Luftkämpfe dürften auch gut sein, wenn man sie kann. Werbung. Schönen guten Abend. Okay, hier. Wo fahre ich denn da am schlauesten hin? Aber wahrscheinlich trotzdem da, wo ich immer hinfahre. Nebel kann man ganz schnell grinden. Ist für mich auch gar nicht mal das dringendste Problem. Denn als Content Creator habe ich ein gewisses Volumen und da kann ich auch einfach mal sagen, ich will irgendein Top-Tier-Fahrzeug haben. Sei es zur Leihe, sei es dauerhaft.
iranischer Angriff auf Israel steht wohl kurz bevor, wenn man Marco Rubio glauben will. Das wird zumindest gemunkelt, ja. Mal sehen. Zumindest wenn man Marco Rubio entsprechend interpretiert, so sollte man es wohl sagen. Okay, das ist schön. Denn der Grind ist in der Tat ein bisschen anstrengend. Aber ich meine, wir müssen mal ehrlich sein, den muss War Thunder aufwendig machen. Denn wenn sie keinen Pay-to-Win machen und das Spiel gratis ist, dann müssen sie irgendwo Geld verdienen. Und das tun sie am besten, indem sie Pay-to-Grind machen. Okay, wenn hier Artilleriefeuer drauf ist, dann weil auf der anderen Seite jemand kommt. Ansonsten gibt es wenig Sinn. Okay. Habe ich irgendwie nicht wirklich gesehen. Tja. Ja. Das lief blöd. Bis 3 Stunden Zeit. Okay. Also für einen Stream wäre das dann ein Gefecht. Ja, schön. Schön, Trikot. Ja, Gaijin behandelt Content Creator ganz anständig. Das. Oha. Das ist der T-80. Muss er sein. Moment. Was hat den getötet? T-80 BVM. Ist ohne Wärmebildgerät fast besser. Toll. Noch 2 Mann Besatzung. Wieder eine spaßige Runde. Ah, die Kamovs. Immerhin ist das schlecht, wenn man sich anschaut, wie viel Munition er für mich verschwendet hat. Und wie viel Flugabwehr haben schon 2 Flugabwehr draußen. Das ist wieder so ein Spiel, wo es dann kaum noch Sinn ergibt, reinzuspawnen. Vater Familias, danke fürs Prime-Sub. Wo ist da was? Das muss eine Drohne sein, oder? Wahrscheinlich. Hm. Okay, danke fürs Bremsen. Dass es mittelfristig zu einer Konfrontation mit dem Iran kommen wird. Mit wem? Wer gegen wen? Ich meine, der Iran wird nicht Deutschland für sich angreifen, aber wenn Deutschland, wenn der Iran Israel angreift und Deutschland nimmt Merkels Aussage, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson sei, plötzlich ernst. Wie sollte das anders zu interpretieren sein, als dass man Israel militärisch hilft, wenn Israel diese Hilfe benötigt? Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Augen auf den ausgewiesenen Sektor.
Köchel seit 40 Jahren, ja. Wo? Wo schießt er hin? Habe ich Wärmebildgerät? Nee. Dann auch noch mit was soll man helfen? Luftwaffe und Marine. Theoretisch Flugabwehr. Das muss die F4 sein. Ja, genau. Sechs Abschüsse hat er schon. Nicht mehr lange und der hat eine Nuke. So weitergeht. Er hat sich von einem Abrams abschießen lassen. Oh. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Das ist eine Rakete, oder? Ich liebe es, wenn das Radargerät so gut funktioniert. Ist das nicht schön? Nee, das spawn ich nicht mehr rein. Eine gigantische Schlachtstraße von Dover, Dänemark. Man muss mit leichten Kreuzern, schweren Zerstörern Spawnpunkte farmen, um dann in ein besseres Schiff zu kommen. Wenn man die Scharnmast hat, macht es richtig Spaß, weil viele noch mit Kreuzern rumfahren. Nebenbei gibt es viele Missionen wie Konvoischutz, Luftüberlegenheit, Flugzeugträger-Spotting. Klingt nett. Ich weiß noch immer nicht genau, was ich studieren möchte. Ich weiß nur, dass ich viel Grundwissen in Geschichte, Politik besitze, allgemein mich jeden Tag mit Politik auseinandersetze. Was gibt es denn für Möglichkeiten? Diesen Themen. Politikwissenschaften war für mich eine komplette Enttäuschung, weil ich irgendwie dachte, dass das... ich war politisch interessiert und habe Studium der Politikwissenschaften angefangen. Und das war überhaupt nicht das, was ich mir erwartet hatte. Aber es ist nicht so einfach zu sagen, was man so jemandem wünschen würde. Letztendlich muss man sich zwischen zwei Dingen entscheiden, die im Idealfall keinen Widerspruch sind, nämlich ein Studium, was einem gutes Einkommen ermöglicht, oder ein Studium, was einem Herzensanliegen ist. Und nur weil man etwas anfängt, heißt es noch lange nicht, dass man es auch fertig studiert, denn häufig stellt man sich unter dem was anderes vor. Und das ist auch für sich wahrscheinlich nicht das absolute Drama, solange man es nicht zu oft macht. Man sollte nicht 7-mal den Studiengang wechseln. Aber wenn man ein halbes Jahr verliert, weil man es falsch angefangen hat, ist das, glaube ich, jetzt kein Weltuntergang. Also ich weiß nicht, ob ich dazu raten kann. Wichtig nur, dass einem klar sein muss, dass später im Leben, wenn man zu Hause ausgezogen ist, eine Familie gründen will und so weiter, Einkommen wichtig ist. Und als 17-Jähriger sich zu denken, da verdiene ich halt nicht so viel, dafür macht es mir Spaß, das ist in sich schlüssig, aber ist nicht mehr unbedingt schlüssig, wenn man 35 ist. Das ist halt eine Sache, die man bedenken muss. Dass Einkommen halt schon auch wichtig ist. Relativ viele Kunden nutzen die No Thanks App, um vermeintliche israelische Produkte zu boykottieren. Ja, die, da werden häufig, jetzt gerade wahrscheinlich nicht, aber zu Friedenszeiten haben die Palästinenser massenhaft Jobs in den israelischen Unternehmen.
Würde ich all meine Lines für Kisten ausgeben? Absolut nicht. Ich glaube nicht, dass Kisten es wert sind. Sagen wir mal, wenn ich 20 Millionen habe, 2 Millionen auszugeben, um ein paar Booster zu bekommen. Okay. Aber ich würde nicht zocken in der Hoffnung, dass ich irgendein Premium-Fahrzeug bekomme. Ich habe es gemacht und ich habe Premium-Fahrzeuge bekommen, aber habe ich mehrfach welche bekommen, die ich schon hatte. Und ich habe nicht 100%. Und ich habe... ich weiß gar nicht, wie viel Millionen ich bei all diesen Boot-Dingern jetzt verschwendet habe. Ich habe wahrscheinlich über 100 Millionen Silverlines ausgegeben in den letzten, im letzten halben Jahr. Mehr wahrscheinlich sogar. Das heißt, hätte ich dafür bezahlen müssen, hätte es sich nicht rentiert. Also kann ich es empfehlen, absolut nicht. Da. Winkt die Kanone nach oben. Toll. Ich hasse es, wenn ich so inkompetent spiele. Den habe ich immer noch nichts gemacht mit dem. Naja. Muss halt wissen, dass das Leben immer voller Abwägungen ist und immer voller Kompromisse. Das muss man beim Studium verstehen. Das heißt, irgendwie Geschichte zu studieren, was einem Spaß macht, ist absolut legitim. Aber wenn man nicht eine Nische findet, in der man gut verdient, verdient man halt in der Regel nicht gut. Aber da kann man zumindest etwas dagegen wirken. Ich habe schon mal gesagt, man kann als Historiker durchaus in einer Unternehmensberatung arbeiten. Allerdings muss man das vorbereiten. Da muss man während des Studiums Praktika beginnen und solche Geschichten. Das heißt, das sollte man dann besser tun. Wenn man vorhat, nicht... Wo? Ladeschütze. Wir haben nur einen Mann verloren. War halt politische Naivität. Ah, der denkt gar nicht dran, mich zu reparieren. Okay. Das persönliche ist nameless cool. Wäre durchaus denkbar. Das wäre durchaus denkbar, ja. Müsste ich mal schauen, wie das sinnvoll umzusetzen wäre. Denn ich habe keine Liste, wer was wie viel gespendet hat. Und ich habe auch keine Adressdaten. Das haben allenfalls die Ukraine-Hilfe. Das heißt, ich sehe vielleicht einen Nick oder einen Namen. Ich muss den manuell suchen. Und dann sehe ich, dass das eine Person ist, die 1000 Euro gespendet hat, was natürlich toll ist. Aber ich habe deswegen keinen Kontakt. Wieder missgebaut. Oh Mann! Den ganzen Tag SL für Kisten aus. Also ich glaube nicht, dass es rentiert. Wie gesagt, wenn man Booster einsammeln will, okay. Aber ausschließlich dafür. Und ich meine, ich habe 50 Millionen. Ich kann
20 Millionen rausgeben. Vor allem sag ich den Content-Creator-Betreuern, dass ich gerne ein paar neue SL hätte. Und dann bekomme ich welche. Das heißt, für mich ist das nicht das Thema. Ich bin von der Wirtschaft losgelöst. Ich glaube nicht, dass es das wert ist, wenn man die nicht im Überfluss hat. Wenn man alles hat, was man haben kann und hat 40 Millionen, warum nicht? Sollten Sie Geschichte, Lehramt? Für mich war Lehramt nie eine Option, weil ich mir gesagt habe, dass ich keine Lust habe, mich mit Schülern zu beschäftigen, die sich nicht dafür interessieren und die nur ihre Zeit absitzen. Und gute Rente, wenn man sein Leben ein bisschen plant, dann braucht man keine staatliche Rente. Man muss halt, ich meine, wer 20 ist, wer 19 ist. Heute gibt es derart umfassende Möglichkeiten. Es gibt keinen Grund, sich auf eine staatliche Rente zu verlassen. Und das ist auch nichts, was ich jemandem empfehlen würde. Wer heute 20 ist, dem würde ich sagen, denke jetzt daran. Geh einfach mal davon aus, dass du keinen Cent Rente bekommst, sondern plan sie dir selber vor. Denn das kann bedeuten, dass man mit 40 genug passives Einkommen hat durch Investments, durch angesparte Unternehmen, dass man, wenn man will, schon in Ruhestand treten kann. Und das müsste ja wohl der Traum schlechthin sein, wenn man mit 40 nicht mehr arbeiten muss. Weil man nicht mit 70 in Rente will, wenn man nur noch am Rollator ist, sondern mit 40, wo man noch was von der Welt haben kann. Das fände ich zumindest ansprechend. Also ich würde niemandem empfehlen, sich auf die staatliche Rente zu verlassen. Das wäre für mich auch kein Kriterium. Bin ich niedrig genug? Manchmal hat man zu hohen Panzer, dann schießen sie einem von oben ins Dach. Hier rechts was? Ja, unten. Der weiß, dass ich da bin und guckt mich an. Dem lege ich mich nicht an. Was war denn das für ein Treffer? Ich spiele heute wieder so katastrophal schlecht. Wo habe ich denn da überhaupt hingeschossen? Mir geraten nichts. Mein Vater ist Geschichtslehrer und hat mir geraten, nichts mit Geschichte zu machen. Mein Onkel hat auch Geschichte studiert und arbeitet als Doktor für extrem geringes Gehalt. Ich würde nicht Lehrer sein wollen, denn wir dürfen nicht vergessen, wir alle waren in der Schule und wären wahrscheinlich nicht gerne in manchen Klassen Lehrer gewesen. Ich denke, man sollte sich frühzeitig überlegen, dass man sich einen eigenen Plan im Leben macht und auf den gezielt hinarbeiten. Und das Internet bietet heute Möglichkeiten, von denen frühere Generationen nur geträumt hätten. Sei es, was wirtschaftliche Tätigkeit angeht, sei es, was Weiterbildung angeht. Das Wissen, zum Multimillionär zu werden, liegt im Internet. Für jeden verfügbar. Was man tun muss, ist sich hinsetzen und arbeiten. Ich würde jedem 20-Jährigen raten, arbeite an einem Plan, dass du mit 40 aufhören kannst zu arbeiten.
und gehe den konsequent an. Wo waren der schon wieder? Das ist so frustrierend. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht wegen der verfluchten... wegen der verfluchten Büsche. Ich bin kurz vorm Rage Quit. Das ist nicht zu fassen. Ach. Premium Spitfire in einer Kiste bekommen, die letzte Box. Davon konnte ich mir das Wilders leisten. No? Wie gesagt, ich würd niemandem empfehlen, Bargeld für die Kisten auszugeben. Wer Silverline übrig hat, dann spricht ja nichts dagegen, wenn die einen nichts kosten. Das ist ja dann harmlos. Ich habe keine Lust mehr auf das Gefecht. Ist ein Jobangebot in Schweiz nicht lukrativ, gerade wenn man aus Baden-Württemberg kommt? Was hätte ihr Jahrgang damals veranstaltet? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube irgendwas harmloses, langweiliges. Nichts Kreatives. Okay. Ich hoffe, die Werbung ist jetzt weg. Wenn ich heute einem 16- bis 20-Jährigen einen Ratschlag geben will, wenn ich wieder 16 wäre, würde ich mir selbst den Ratschlag geben, konzentriere dich darauf, dass du mit 40 nicht mehr arbeiten musst. Das ist realistisch möglich. Das ist es. Im Internet liegen unfassbare Möglichkeiten, die Generationen davor nicht im Ansatz hatten. Sei es zum Geld verdienen, sei es um Wissen zu erlangen. Wenn man sich vorstellt, ich verdiene mit Twitch nicht viel. Wenn der Monat richtig gut ist, bekomme ich 250, 300 Euro. Das ist toll für Computerspiel. Aber es ist nichts, was mir den Lebensunterhalt finanziert. Aber es gibt Twitch-Streamer, die verdienen 250.000 im Monat. Die verdienen 1 Million im Monat. Mehr als 1 Million. Jetzt würde ich nicht jedem raten, versuchen, Streamer zu werden. Aber das ist ein Beispiel, was es an Möglichkeiten gibt, wie man Geld verdienen kann, die vor Jahrzehnten undenkbar war. Es war eine ganz kleine Gruppe an Hollywood-Schauspielern, die haben Vermögen verdient und das war's. Heute kann jeder effektiv wie ein Hollywood-Schauspieler werden. Das heißt, einen Plan haben, sich überlegen, klar definieren, was man will. Und das Ziel sollte für jeden sein, die sogenannte Fuck You Money zu haben. Das heißt, Geld anzustreben, versuchen, sich zu arbeiten, dass man jedem in der Welt den Mittelfinger zeigen kann. Nicht, dass, wenn der Chef nervt einen, dann sagt man ihm das F-Wort, sagt man ihm Fuck You, ich kündige. Aber es nicht mehr finanziell nötig hat. Ich würde niemandem empfehlen, faul zu werden mit 40, aber die Gelegenheit zu haben. Wäre ich heute 16, mit meinem heutigen Wissen würde ich sagen, okay, ich habe riesige Möglichkeiten vor mir und gleichzeitig liegt ja alles an Wissen da. Ich kenne Leute, die haben, heute kann man alles im Internet lernen. Eine Bekannte von mir hat auf, die habe ich kennengelernt 2014 oder so und 15 oder so sah ich ständig Cupcakes. Das ist jetzt kein Beispiel für großartiges Verdienst. Aber die hatte plötzlich in Jerusalem eine Cupcake-Firma, also Bäckerei. Wo hast denn das her? Oh, habe ich auf YouTube gelernt. Ein Freund von mir hat sein ganzes Haus die Elektrik gemacht, in Deutschland. Hat dann nur den Elektrikers abhaken lassen. Der Elektriker hat alles unterschrieben. Habe ich ihn gefragt, wo hast denn das gelernt? Ist ja alles auf YouTube. Auf YouTube kann man heute fast alles lernen. Man muss es halt tun. Man muss es wollen. Und wenn ich heute 16 wäre, würde ich sagen, hab einen Plan. Du brauchst so und so viel Geld, wenn du 40 bist. Wenn du dann in Ruhestand treten willst. Wenn du Glück hast und verdienst mal was Gutes, dann kauf dir kein teures Auto, sondern investier das. Spar darauf hin. Und je länger man Zeit hat, desto mehr ergibt es ja. Das ist eine einfache Zinseszinsrechnung. Wer mit 16 anfängt, monatlich 20% seines Einkommens in ETFs zu stecken, der wird viel weiter kommen als der, der mit 40 damit anfängt. Das erklärt sich von selber. Also mein Ratschlag an mein junges Ich wäre,
hab einen Plan und arbeite klar darauf hin und setze große Ziele. Man muss immer nach den Sternen greifen. Nie, nie nach dem, was vor einem steht. Denn wenn ich mir deutlich größere Ziele setze, als es realistisch ist, aber diese aktiv anstrebe, diese ernsthaft anstrebe, dann habe ich sehr hohe Wahrscheinlichkeit, große Ziele zu erreichen. Wenn ich Milliardär werden will, werde ich wahrscheinlich nicht Milliardär werden. Aber vielleicht habe ich eine realistische Chance, Millionär zu werden. Wenn ich sage, alles, was ich gerne hätte, sind 50.000 auf dem Konto, dann habe ich im besten Fall erreiche ich das. Aber vielleicht noch nicht mal das. Das heißt, das wäre die nächste Geschichte. Plan haben, sehr, sehr große Ziele stecken. Je größer die Ziele, desto besser. Nicht von anderen kleinreden lassen, dass man Größenwahn habe. Schröder hat am Tor des Kanzleramts gerüttelt. Man sollte am Tor des Kanzleramts rütteln. Immer große Ziele setzen, würde ich empfehlen. Glaube ich, vor 1,5 Jahren hier in einem Twitch-Stream gesagt, dass ich glaube, Putin Polen für den Zweiten Weltkrieg beschuldigen würde. Bin ich überrascht. Der Putin hat mit Tucker Carlson den perfekten Partner gehabt. ELT, ich bemühe mich. Oh, Handwerker kann fünfstellig im Monat verdienen. Ernsthaft. Weil ich es gerade lese, Handwerker. Ich kenne hier einen Schreiner, der sagt mir, ohne 8.000 und in Panama, ohne unter 8.000 Dollar geht er nicht nach Hause. Ist ein Deutscher. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Schreinermeister ist. Vielleicht ist er nur Geselle. Der baut hier halt Ausländern Küchen und Möbel, die halt Qualität wollen. Und niemand dann erneut nach den Sternen greifen. Wenn ich nur anstrebe, Geselle zu werden, dann werde ich dann höchstwahrscheinlich nicht fünfstellig verdienen. Aber wenn ich anstrebe, wenn wir bei Schreiner bleiben, man muss nicht vom Schreinergehalt leben. Man kann ein Schreinerunternehmen haben mit 10 angestellten Gesellen und schon ist man fünfstellig. Das heißt, es ist im Handwerk, auch im Handwerk, ist richtig Geld drin. Es gibt genügend Handwerker, die sind Multimillionäre geworden. Die sind Milliardäre, wahrscheinlich auch ein paar, die Milliardäre geworden sind. Die haben halt Unternehmensnetzwerk aufgebaut. Die haben als Handwerker angefangen und wurden dann Unternehmer. Ich würde vorschlagen, jedem großdenken. Immer großdenken. 10 Aktien von Rheinmetall, bei was für einem Preis? 80 Euro oder sowas? Ich denke, man sich Mercedes hat. gute Idee, Captain Nutzlos. ETF, die richtigen ausgewählt, ist sicherlich keine schlechte Idee. Man sollte sich große Ziele setzen, zielt am Schlachtschiff. So ist es nach dem Rote. Bücher zu Finanzen empfohlen. Sind zwar keine 16 mehr, aber dennoch. Die Kunst über Aktien nachzudenken von André Costolani. Rich Dad, Poor Dad von Kiyosaki. Und die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Was richtig krass ist, ich habe ein paar Freunde, die sind Multimillionäre. Und nachdem ich Kiyosakis Rich Dad Poor Dad gelesen habe, habe ich jeden von ihnen gefragt und habe ihnen gesagt, das hast du doch vor 20 Jahren gelesen. Und jeder Einzelne hat mir gesagt, ja, jeder Einzelne. Das kann auch in die Hosen gehen. Kiyosaki steht wohl irgendwie gerade vor einer Pleite oder sowas. Aber zumindest in Teilen hat er absolut das Richtige gesagt. Die Grundidee, Geld richtig zu verstehen, hat er absolut richtig gemacht. Richtig verstanden. Schönen guten Abend. Das Wichtige ist, dass, wenn man sich kleine Ziele setzt, dann wird man nicht versehentlich erfolgreich werden. Ich meine, ganz selten wird es so sein.
Aber realistischerweise muss man groß denken, damit man überhaupt groß werden kann. Entkommen. Augen auf die Karte! Punkt C, angreifen! Feindliche Truppen haben ein Gebiet. Das heißt, das wäre wahrscheinlich der einfachste Tipp. Groß denken. Und dann aber auch konsequent danach handeln. Nur denken, ich werde Milliardär, aber nichts zu tun, was versuchen kann, einen auf den Weg zu bringen, hilft natürlich nichts. CP 78 Euro gekauft. Da steht es gerade 560 oder sowas. Herzlichen Glückwunsch. Lohnt sich halt bei der Menge nicht. Doch, lohnt sich auch. Es wird nicht dafür sorgen, dass sie nie wieder arbeiten müssen, aber gelohnt hat sich es trotzdem. Das sollte klar sein. Oh, nun, Spleasy. Schön. Ich bin wieder mehr am Chatten, denn am Spielen. Mehr am Reden als am Spielen. Wieso sind da Isomatten? Das ist Clickbait, das ist irgendeine Sonderversion. Ich vermute mal, dass das irgendein Panzer war, der im Irak oder so im Einsatz kam. Das muss irgendein historisches Vorbild geben, das mir allerdings nicht bekannt ist. Da ist ja auch ein Liegestuhl auf dem Dach. Ich vermute mal, dass das irgendwo eine amerikanische Einheit war, die sich Spaß gemacht hat. Eine amerikanische Besatzung und das Foto ging irgendwie leicht viral. Nur nicht viral genug, dass ich es gesehen habe. Das wäre zumindest meine Vermutung. Ah, ich liebe dieses Spiel. Und wo sind... Ich sehe ihn natürlich gar nicht. Trotz Wärmebildgerät. Oh, ich glaube, ich gehe ein bisschen auf niedriges Tier. Ich habe genug von hohen Tiers. Gerade ist. Sorry, welche Bücher nochmal? André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Tim Ferriss, Die 4-Stunden-Woche. Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Gott, Mensch. Ja, aber der hat es dann halt auch konsequent durchgezogen. Das ist die andere Geschichte. Der hat nicht frühzeitig aufgegeben. Thank you. Heute mal essen etwas später, von daher wie üblich. Die Kamera aus. Thank you, Anna. Damit ich... Oh, was essen kann. Das ist halt auch ein Punkt. Selbstbewusstsein wird natürlich nötig sein. Das heißt, wer sich kleine Ziele setzt, wer sich keine großen Ziele setzt, der geht die Dinge natürlich auch anders an. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Ich gehe mal davon aus, die Mehrzahl hier sind Männer, die zuhören. Wenn sie sagen, ich kriege die schönste Frau sowieso nicht ab in der Kneipe und die gar nicht ansprechen, dann werden sie sie auch nie bekommen. Denn die wird nicht auf einmal auf sie zukommen. Wenn sie sagen, ich habe sowieso keine Chance auf die schönste Frau, ich suche mir die mittelmäßige, dann werden sie vielleicht erfolgreich sein. Auch nicht. Aber wenn ihnen schon das Selbstbewusstsein fehlt, die schönste anzusprechen, dann sprechen sie die mittelmäßig schöne wahrscheinlich nicht mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein an, sodass sie selbst bei dir vielleicht schon scheitern. Die schönste Frau kann nur kennenlernen, wer das Selbstbewusstsein hat, ihr anzugehen. Und das heißt, das Selbstbewusstsein, daran muss man arbeiten.
Spielen Sie ab und an noch Strategie? Nächsten Samstag werde ich wahrscheinlich Männerlord spielen. Das sollte Strategie sein. Weil ich schlecht in Mathe war. Wir hatten über Schreiner und so weiter gesprochen. Dass die gut verdienen können. Ich meine, ich vermute mal, man muss da auch ein bisschen rechnen, aber da muss man keine Stochastik beherrschen. Ja, Popo-Tickler eindeutig. Nachteil ist natürlich, dass der Senkrechtstart nicht so einfach ist. Denke ich mir, Kai. Okay, ich muss gerade mich zwischen Bissen unterhalten, weil das Essen warm ist und ich das nicht kalt werden lassen kann. Ah, okay. Ich habe einige armenische Freunde. Mich hat tatsächlich Schreinerhandwerk interessiert. Ich habe so als 14-Jähriger oder so gesagt, dass ich gerne eine Lehre machen würde. Ich liebe Handarbeit. Mein Traum ist es, mittelfristig irgendwann mal eine Ranch oder eine Farm zu haben. Ich liebe Landwirtschaft auch. Ich mag es einfach. So ein ehrlicher Betrieb. So was Ehrliches, mit seinen Händen zu arbeiten. Was gibt's bei Ihnen Gutes zu essen? Rindfleisch mit Salat. Relativ harmlos, aber lecker. Nonobs Bleasy, wenn es stimmt, war die Geschichte mit dem Oman und der Iran damit nicht zufriedengestellt ist, was gerade passiert, dann muss er fast angreifen. Der kann nicht. Er muss reagieren auf den Angriff auf sein Konsulat. Entweder politisch muss er einen Erfolg davon haben oder er muss militärisch reagieren. Was halten Sie vom nordkoreanischen M2020? Ich frage mich, wie viel von der Turmpanzerung überhaupt echt ist. Denn für mich sehen die Einschnitte mit dem APS, sehen die ein bisschen aus, als ob die einfach Schnitte in Blech hinein wären. Haben Sie Garten und Terrasse mit verschiedenen Pflanzen? Nee. Ich habe auch überhaupt keine Zeit, mich ernsthaft drum zu kümmern. Noch in der Lehre und habe dich schon unersetzlich gemacht, verdient schon deutlich besser als er laut Vertrag angedacht, ja. Und wenn er dann weiter in die Sterne blickt, macht er anschließend den Meister, startet dann sein eigenes Unternehmen und dann sticht er anschließend die Akademiker, die auf ihn herabblicken, finanziell komplett aus. Fleischerhandwerk, ja. Auch Bäcker können heute noch verdienen. Dann reden wir noch gar nicht von den Optionen, die theoretisch das Ausland bieten kann. Dann alles Gute, Kolibri.
was wichtig ist, und da sagt Kiyosaki, das erklärt Kiyosaki gut, dass man danach streben sollte, Unternehmer zu werden. Nicht selbstständig, Unternehmer. Der Selbstständige arbeitet selbst. Der Unternehmer lässt andere arbeiten. Es klingt so, als ob er nicht selbst was tun würde. Er muss natürlich viel tun. Nimmt Risiken, Verantwortung etc. Ich bin gerade selbstständig. Ich kann nur, mein Tag hat nur 24 Stunden. Ich kann nicht mehr machen als 24 Stunden am Tag Videos aufnehmen, Videos schneiden, Videos schreiben. Wenn ich Unternehmer bin, habe ich Leute, die das für mich machen, und meiner Produktivität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist der Unterschied. Ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass in Deutschland eine Sicherheitsmentalität vorherrscht. Das heißt, die Deutschen versichern sich gegen alles und die haben immer Angst vorm Scheitern. Dabei verstehen sie nicht, dass Scheitern zum Leben dazugehört. Ich erinnere mich, dass ich eine Friseuse getroffen habe und dann habe ich mich mit ihr unterhalten. Die hatte ich kennengelernt, dann habe ich mich mit ihr unterhalten und gesagt, das Gehalt ist so schlecht. Dann hat sie mich nur angeguckt, in Schultern gezuckt und gesagt, für mich nicht. Auf die Idee zu kommen, in einem solchen Gewerbe sich eine Nische freizuschlagen, in der man schweinisch verdient. Den Antrieb, den Mut muss man halt haben. Ich erinnere mich an meine erste Firma. Darüber habe ich einen meiner besten Freunde verloren, weil ich sie gegründet habe und er gesagt hat, ich sei größenwahnsinnig. Und hat mir dann die Freundschaft gekündigt, weil ich zu große Pläne hatte. Bin natürlich gescheitert, die zu erfüllen. Aber meine Erfahrung da war, ein Drittel wünscht einem Glück, ein Drittel sagt, du wirst scheitern, und ein Drittel will einen scheitern sehen. Ich glaube, Mut ist extrem wichtig. Was würde eine russische Niederlage in der Ukraine für Russlands Zukunft bedeuten? Das ist die Frage, was dann passiert. Zerfällt Russland oder hat es Reformen? Weil Russland versteht, dass es so nicht weitergeht. Wenn Russland sich anschließend liberalisiert, ist natürlich was völlig anderes, als wenn es zerfällt. Ja. Na dann, Trikot. Studieren, wie Gerald Bull seine Kanonen gebaut hat, und damit weiterarbeiten. Das ist so verdammt lecker.
Anna, this time it was perfect. Sechs Komma sieben, was haben wir in EBR? Ein paar nette Flugzeuge. Fünf Komma sieben deswegen. 5,0. Ja. Das klingt doch okay. Oh. Den habe ich aus einer Kiste bekommen. Den hier. Stimmt. Und den wollte ich auch haben. Da habe ich tatsächlich was Sinnvolles bekommen. Wie wurde das Rindfleisch zubereitet? Anna fragen. Genau. Scheitern ist nichts Schlechtes. Es ist nur schlecht, anschließend nicht wieder aufzustehen. Das ist der dramatische Unterschied. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gescheitert bin. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, wie oft ich in meinem Leben schon gescheitert bin. Der Punkt war, ich bin jedes Mal einfach wieder aufgestanden. Wieso ist Ihr Bildschirm eingefroren? Der war eingefroren, weil ich ihn rausgetappt hatte, um damit zu essen. Steel Division. Television. Ah, ja. Ich hätte auch mal wieder Lust auf Man of War. Haben Sie selber ein Studium abgebrochen? Nee. Ich habe mein Geschichtsstudium abgeschlossen. Ich habe Nebenfächer gewechselt. Ich habe Politikwissenschaften und Archäologie ohne Abschluss studiert. Als Nebenfach. Chat sitzt. Kolibri, kennen Sie mich von YouTube her? Denn vereinzelt sind hier ja welche, die mich nicht von YouTube kennen. Der Großteil ist natürlich wegen YouTube hier. Ich meine, man muss klar sagen, inzwischen ist das Sitz natürlich ein Stick. Das ist ein Erkennungszeichen. Aber ich sieze Fremde, ergibt es einfach Sinn zu siezen für mich. Es ist vernünftiger Umgang miteinander. Und ich mag gutes Benehmen. Ich höre nichts. Ja, das Gute ist ja, ich spiele ja nicht wettkampfmäßig. Das heißt, wenn ich den Chat einmal zu viel lese und dabei hops gehe, ist es ja nichts Drama. Also meine Statistiken sind mies und die werden auch nicht mehr dramatisch besser werden. Ist mir das nicht so wichtig.
Schadet nichts, wenn man sich um gute Manieren bemüht. Es bringt einen im Leben auch weiter. Es ist ähnlich mit Tischmanieren. Spricht nichts dagegen, sich auf die Couch zu setzen, eine Schüssel mit Futter auf den Bauch zu stellen und sich mit einer Hand reinzuschaufeln. Aber man sollte wissen, wie man Messer und Gabel benutzt. Dass man sich zwischen, bevor man trinkt, den Mund abtupft und solche Dinge. Einfach grundsätzlich gut, sowas zu können. Das heißt nicht, dass man es immer tun muss. Natürlich gibt es Kontext, wo Duzen normal ist. Im Sportverein zum Beispiel. Keiner sagt, Herr Müller, passen Sie mir den Ball. Das sagt kein Mensch. Mut dazu. Sowas kann man auch wunderbar nutzen, um damit... Sowas kann man wunderbar nutzen, um damit sich nebenher was aufbauen zu können. Die Möglichkeit, auf halbtags zu wechseln, bedeutet, dass man den halben Tag an was Eigenem arbeiten kann. Gerade wenn man damit kein Risiko eingeht, würde ich es jedem empfehlen. Sich überlegen, wie man aus seinem eigenen Leben mehr machen kann. Okay, wir haben die schon hier. Okay. Ich sitze an der Flanke und mein Team ist schon besiegt. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Weil wenn ich hier jetzt wegfahre, öffne ich mich zur Flanke dorthin. Kommt noch der Base-Chat-Kanal. Was wäre ein Base-Chat-Kanal mit mir? Lebensberatung oder was? Ein Andrew Tate mit Moral. Mit Werten. Okay, das Problem ist, ich würde gerne den Chat lesen, aber ich fahre ein bisschen zu nah am feindlichen Spawn herum dafür. Lebt denn da noch einer? Jetzt natürlich nicht sonderlich schlau, diese Art und Weise bekannt zu geben, dass ich hier bin. Ich fürchte, das Spiel ist verloren. Was ich also jetzt machen könnte. Von hinten zu versuchen, alles aufzurollen. Die Caps zu beenden. Oh, ich bin schon am B vorbei. Nicht gut. Wo war der? Habe ich irgendwie nicht gesehen. Na gut. Gute Nacht, Napalmratte. Wir wurden geschlagen.
Schildkrötenpanzer, Golf Caddy, Motorrad, Sturmangriffe, tja. Ariustes, ich glaube, wenn die NATO einen vergleichbaren Krieg führt mit vergleichbaren Verlusten, dann gibt es auch jede Menge Mad Max-Sachen bei der NATO. Oh, Studium würde ich nicht abbrechen. Es gibt, würde ich nicht raten. Es sei denn, man hat bereits eine laufende Firma. Es ist super, wenn man einen Abschluss hat. Das würde ich nicht empfehlen, ein Studium abzubrechen. Vor allem, wenn man nicht im ersten Semester ist, dann hat man es doch in greifbarer Nähe. Ich meine, wenn es ein Medizinstudium mag, vielleicht immer noch 5 Jahre dauern. Aber ein Bachelor hat man heute nach was, 2,5 Jahren oder 3? Die kann man ja wohl durchziehen. Bio the One, das freut mich. Ja, das Flak-Problem schnell gelöst, stimmt, Rico. Ja, aber ich bin nicht hier, um gut War Thunder zu spielen. Das Gute bei mir ist, ich gehe halt gut mit Geld um. Monatsausgaben und 200, 300 € und behalte meine 1000 Euro im Konto. Warum nicht anfangen zu investieren? Je früher man investiert, desto besser. Eigentlich ein guter Punkt. Ich könnte mal 4 von denen mitnehmen. Je früher man investiert, desto besser. Einfach mal einen Zinseszinsrechner machen oder einen ETF-Rechner. ETF-Rechner mit Zinseszins und dann mal schauen, was es für einen Unterschied macht, ob man 5 Jahre früher anfängt. Das sind Welten dazwischen. Über die Heckler und Koch MP5. Das ist mal ein schickes Thema. Okay. Ob ich einen Tipp habe für eine zitierfähige Quelle. Keine Ahnung. Gibt es einen Vickers-Guide zu Heckler und Koch? Der gilt als Referenzquelle, das, worüber er Bücher geschrieben hat. Bin mir nicht sicher, ob es da was über Heckler und Koch gibt. In dem ersten Semester. Also ich würde nicht empfehlen, einfach mal so abzubrechen. Wenn man einen verdammt guten Grund hat, vielleicht. Aber. Ein Studienabschluss ist was wert. Es ist immer gut, einen Abschluss zu haben, selbst wenn man nicht in dem Bereich arbeitet. Weil man muss es ganz ehrlich sagen, für Menschen ist Status wichtig. Und nach der Abschaffung des Adels ist der Akademiker das nächstbeste. Das heißt, Diplom irgendwas zu sein, macht mehr her, als es nicht zu sein. Das wissen wir alle und das müssen wir einfach ehrlich sein. Das heißt, einen Abschluss zu haben, ist besser als keinen zu haben. Und das muss jetzt auch nicht akademisch sein. Wenn jemand ein super Maurer ist, dann ist es besser, er ist Maurermeister, als wenn er einfach nur super Maurer ist. Wieder völlig überexponiert. Das ist ja, ich spiele heute wieder so dämlich. Warum fahre ich auf den Hügel und lasse mich abschießen? Glauben Sie, der Westen unterschätzt die militärische Schlagkraft von China? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass der Westen noch viel zu viele im Westen nicht kapieren, was da für ein Feind heranwächst. Und damit fängt es schon an, dass man China als das bezeichnet, was es ist, nämlich ein Feind. Ja, Watztwicht. Ich erinnere mich an, wo ich in der Burse war in Würzburg. Das ist sozusagen der bessere Teil der Kantine. Und
Ich habe nicht einen gesehen, der Tischmanieren hatte. Und zwar teilweise in atemberaubend schlechte Tischmanieren. In der Öffentlichkeit. Und da waren auch Hochschullehrer mit dabei. Da hätte ich Ohrfeigen bekommen, wenn ich so am Küchentisch gegessen hätte. Und das waren die Professoren und was weiß ich was, waren da auch, die so gegessen haben. Das ist ein genereller Verfall. Und wie gesagt, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich nicht an diese Regeln zu halten, in dem entsprechenden Kontext. Wenn ich mit Anna mir eine Serie anschaue, dann habe ich auch nicht einen Tisch da und esse die Chips mit Messer und Gabel. Die werden dann auch einfach so in den Mund gestopft. Aber der Unterschied ist halt, ich kann's. Und in der Öffentlichkeit werde ich nicht so mir so in den Mund stopfen. Das ist der Unterschied. Oh, schon wieder. Wieder nicht gesehen und dann habe ich sogar noch abprallen lassen, aber war zu spät, um ihn zu beschießen. Frustrierend. General, danke für die 2 Monate. War nicht gut. Okay. Jetzt bin ich mal der Arsch. Wie? War das er? Sieht fast so aus. Oh je, 27 Sekunden. Okay, der ist noch am Heilen. Okay, sehr gut. Wie? Wo hätte ich denn den hinschießen müssen? Bisschen weiter auf die Backe wahrscheinlich. Komplett gute Besserung, General. Jetzt sehe ich es erst. Genau, Fuzzy. Danke. Und ich das Ding mal. Oh. Tiny Tim. Was denn hier? Denn hier für seltsame Flieger. Ich sollte aber schauen, dass ich hier das Spiel noch gewinne, glaube ich. Naja. Mal sehen, wie den SMK-Panzer auf russischer Seite gibt es da noch welche. Da ist wahrscheinlich einer in Kubinka. Ich glaube nicht, dass die Kubinka leer räumen werden. Ich hoffe es zumindest nicht. Als jemand, der historische Dinge mag. Baldige Naval Streams mit einer Abhangratte. Gute Nacht, Trico. Ich habe beim Bund schlingen gelernt, ganz genauso. Ganz genau, ich auch. Daran merkt man, ob jemand beim Bund war, wie schnell er mit dem Essen fertig ist. Ich erinnere mich immer noch an das Iron Maiden Konzert, wo ich mit 2 Freunden war. Wir gehen vorher zu McDonald's und ich bin fertig und gucke hoch und der Gegenüber schluckt gerade den letzten Bissen. Und dann schaue ich zur anderen Seite und ist mit dem Pommes frites fertig. Der Gegenüber ist Berufssoldat und der gerade mit dem Pommes frites fertig war, der war Zivi. Ja, das ist irgendwie gerade so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich noch weiter Warthunder spielen sollte heute.
In Kubinka steht doch auch noch eine Maus, ja. Das war ein SMK in ihrem Pool. Eine SMK. Eine SMK. Also ich kenne nur SMK ist doch der sowjetische hier. Das Ding hier irgendwo. Wo haben wir ihn? Der hier. Das habe ich nicht im Pool, ne. Ruby, danke fürs Prime Sub. Im Zweifel Escape von Tarkov. Ja, wird es wohl bald werden. Und da werde ich dann auch wieder. Oder da mache ich einfach wieder Exfil campen und unterhalte mich mit dem Chat. Ja. Ah, ich könnte noch ein, zwei Spiele probieren. Und ich glaube, erstmal zur Entspannung wieder ein 2,0 oder sowas oder 2,7. 2,3 hier mit meinem unauffälligen M22 sollte ich ein bisschen ins Gefecht gehen. Ja, Informatik ist wahrscheinlich auch nicht die schlechteste Idee. Mit drei Türmen plus Stalinorgel im Ernst? Habe ich nie gesehen. Was aber nichts heißen muss. Genau, das wie heißt dieses? Amerika. Das möchte man, das spielen. Ein leichtes Meme, dieses Fahrzeug. Gute Nacht. Kai. Was ist das denn? Das ist ein M22, ein Luftlandepanzer, den ich leicht verschönert habe. Und ganz unauffällig gemacht habe. Ich tarne mich als Baufahrzeug. Panzer 4G ist leicht größer bewaffnet als ich. Ich könnte jetzt natürlich einen Flieger nehmen, aber irgendwie wäre das langweilig. Können wir den Panzer in Donald umbenennen? Ja, eigentlich ist das ein Donald, das stimmt. Da nehme ich als Disco-Kugel. Das war's, ja. Also KW-6. Ah, okay. Ich habe mir das Freiheit getan, das ist es. Eigentlich muss ich noch ein paar. Stimmt, ich sollte die Dekoration mit der Krone wegnehmen und lieber ein paar Waffen drauf machen. Weil wenn Amerika, dann richtig Amerika. T28 ist tot. Da hinten war einer. Hä? Hab ich Spotting? Nee, hab ich nicht. Hab ich Stabilisierung? Okay, die hab ich. Oh. Oder nicht. Schaut er mich an? Ah. Egal. Kein Durchschlag.
Weiß gar nicht, wo ich dem hinschießen muss. Ich spiele zu selten auf niedrigen Tiers. Der hat, ist auch stabilisiert. Er ist schon tot. Auch tot. Matilda und sowas wäre auch mal wieder nett. Schwere Panzer auf niedrigen Tier ist lustig. Das Patria ist wahrscheinlich eine gute Idee. Der Patria ist in Serienproduktion, ist günstiger als der andere Fuchs. Ist erprobt. Klingt wie ein... Und wir dürfen ja nicht vergessen, es schadet nie, wenn man ein quasi Einheitsfahrzeug hat. Denn Ersatzteile, Ausbildung, all diese Dinge wären natürlich viel, viel besser, wenn ich... Wo war der? Ah, okay. Fair enough. Wäre natürlich viel einfacher, wenn jeder das Fahrzeug hat. Das ist viel sinnvoller. Nebel bitte auf blau, rot, weiß. Ich habe immer noch nur zweifachen Nebel. Das ist ein paar Mal verteilt worden, aber ich habe es jedes Mal verpasst. Ich muss mal anfragen, ob sie mir als Content Creator einen dreifarbigen Nebel geben können. Der hübscheste Panzer, auch historisch betrachtet. Ich muss zugeben, dass mir... Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich Deutscher bin und mich lange mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt habe. Aber ich finde sowohl Panther als auch Tiger 1 einfach sensationell attraktiv. Tiger 1 durch das Kantige... Und der Panther, hat einfach eine perfekte Figur, perfekte Form. Wer von wo? Oh. Lange. Okay, was für Memes gibt es schon wieder über mich? Königstiger. Ich weiß nicht, Königstiger ist, der Panther ist eleganter. Hat der mich vergessen oder ist das ein anderer? Ich habe keine Ahnung, was ich gegen den machen soll. Wo schieße ich einen Panzer 4 hin? Okay, ich kam sogar durch. Ich hätte nur besser schießen müssen. Boxer ist mehr für direkten Beschuss geeignet, würde ich mal sagen. Und man braucht nicht immer das Allerstärkste vorne. Ich brauche nicht für ein Fahrzeug, mit dem Pioniere sich bewegen. Oder was weiß ich, die Instandsetzung. Dafür brauche ich nicht unbedingt ein Fahrzeug, was eine 20mm Kanone standhält. IS-3 sieht auch ganz nett aus.
operativ wertvollste Panzer der Wehrmacht. Das ist die große Frage. Wahrscheinlich Panzer 3. Mein Panzer 4 ist... Wenn man argumentieren wollte, könnte man erklären, der Panzer 4 sei der beste deutsche Panzer, weil er den gesamten Krieg über relevant blieb. Auch wenn er zu keinem Zeitpunkt wirklich überlegen war. Blieb er doch immerhin relevant. Was ja schon mal was ist für ein Anfang. So, was ist denn aus dem 2C geworden? Der ist doch garantiert noch da, oder? Ja, hier schon wieder was. Von wo hat der mich beschossen? Okay. Ist schon wieder der gleiche. Und meine Kanone ist beschädigt. Ja. Ah, heute läuft es überhaupt nicht. Ja, man wird auch gegen die Lanze etwas tun können. Das ist ja der Punkt. Ja, am meisten gebaut worden ist der Sturmgeschütz 3. Augen auf den ausgewiesenen Sektor! Ja. Ja. Mit dem KV-6 nicht passiert, das stimmt wohl. Zählt ja nicht als richtiger Panzer. Ist die Frage, wo man die Grenze ziehen will. Da hat Military History Visualized ein nettes Video drüber gemacht. Über den Panzer 4. Kürzlich, so vor 2 Monaten oder so. Der hängt hinter dem hier. Dann nehme ich mir mal den vor. Ist das ein Stuka? Nee. Klingt mir irgendwie... Was ist das? Ein Flakpanzer? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Wenn ich mal mit Bomben treffen würde, ist eigentlich der 2C inzwischen tot? Vermutlich, oder? Aber die haben immer noch den Cap. Zu optimistisch, dass er reinfährt.
Das ist doch irgendwas, was ich kaputt machen kann, oder? Ja. Aber nicht genug. So. Ohne Cap wird's halt nichts. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich in den Boden ramme in diesem Spiel. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur Basis. Wie viel benchen sie? Nicht viel. Weiß nicht, maximal werden es über 100 sein, aber nicht dramatisch viel. Vielleicht 120 oder so. Keine Ahnung. Ich habe zu Bestzeiten Wiederholungen gemacht und das war auch nicht viel. 3x10 mit 100, nur 105, glaube ich. Aber im Rahmen eines kompletten Trainingprogramms. War, beim Drücken war ich nie über die Maßen gut. Was wollte ich hier? Der Galil ist ja auch hübsch. Legen wir da mal einen Galil hin. Galil hätte ich gerne eines. Super ästhetisch, finde ich. Und noch eine Scar oben drauf. Ich glaube, da müssen jetzt auch Toilette und Teddy. Na, die Toilette. Das Toilettenpapier zumindest muss weichen. Natürlich ein M16. Das ist eher eine M4, denke ich, gell? So. Wir haben noch eine Amerika-Fahne übrig. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich die hin tun soll. Ja, passt so. Sieht auch gut aus. Der Bald Eagle und Oil Barrel, stimmt. Ich glaube, ich habe beides nicht, oder? Weiß ich, gibt's Bald Eagle überhaupt? Schädel. Anmaterial, Hüte. Oh, oh. Was kostet denn der? Kilo, ja, davon bin ich weit entfernt. Kostet einen Gaijin-Coin. Ja, fürs Meme ist es mir wert. Hab kaum noch was. Okay. Dann. So. Können wir hier noch schauen, ob es hier noch irgendwas gibt? Schilder? Nee, anderes. Irgendwas Amerikanisches? Ich sehe nichts. Helme. Ja, ich meine, den haben die Amis benutzt, aber
Im Ersten Weltkrieg. Abzeichen, ne. Gibt noch nicht mal ein Longhorn. Ne, dann werde ich hierbei bleiben müssen. Das muss M16. So. Sehr gut. Muss den Panzer dunkelgrün färben. Okay, muss ich mal schauen, wie ich das machen kann. Schon wieder die Karte. Morgen hole ich mir meine neue Wadenmaschine ab. Das wird mit der Langhantel auf dem Knie ein bisschen unangenehm bei 200 Kilo. Ich will dir keinen Unsinn erzählen. Es waren 240 Pfund. Also was sind das? 110 Kilo plus 20 Kilo Stange sind 130. Bei Waden habe ich an der Wadenmaschine bis zu 180 Kilo gemacht, aber als 23-Jähriger oder sowas. Wadenmaschine. Und ich bin am Sonntag bin ich umgeknickt mit dem Fuß, dass ich dachte, ich habe mir alles gebrochen und abgerissen. Das gemacht, was mir mein Vater beigebracht hat, mich sofort hingesetzt und gegen den Schmerz den Fuß gedreht. Dann konnte ich noch eine Weile laufen und abends und Montag konnte ich kaum noch auftreten. Inzwischen geht es wieder halbwegs. Oder geht es eigentlich wieder ganz passabel, muss ich sagen. Ich höre rechts von mir was. Erstmal links ist mehr oder weniger sicher. Okay. Bin ich denn hier noch gedeckt? Ja. Da drüben ist irgendwo einer. Wie kommt denn der da hin? Ich vermute mal, durch den Müll kann man fahren. Okay, man kann aber nicht durchschießen. Hey, komm zurück. Es sollte ein eigener gewesen sein, ja. Wollte ich mal nach hinten schauen? Den Umweg für nichts und wieder nichts. Smith-Maschine kann man auch Wadenpumpen, muss ich mir aber auf die Schultern legen. Ich will im Sitzen machen. Einfach eine harmlose Maschine, aber ich habe sie halt, ich muss sie mir halt aus den USA liefern lassen. Die Maschine selbst ist nur, glaube ich, 160 Dollar. Aber der Versand. Nee, weil Transanten sind noch mal 40. Naja. Ist halt der Preis, in Panama zu wohnen. Oha. Sieht er mich? Nee.
Und davon, wenn mein Glücksklopapier weg ist. In den Spawnbereich wollten wir nicht reinfahren. Ich höre links von mir was. Da. So, jetzt kann man fies sein. Ich weiß, man sollte mit seinem Futter nicht spielen. Aber wie? Oh, ja, genau deshalb nicht. Deswegen sollte man mit seinem Futter nicht spielen. Ich konnte nur nicht vor ihn fahren, sonst hätte mich der abgeschossen. Ich wollte ihm die Kanone wegschießen und dann immer um ihn herumfahren. In Baden-Kalfs, ja. Wie kommt es, dass ich in Panama wohne? Ja, ist tatsächlich schon 100 Mal gefragt worden. Ich muss endlich Ausrufezeichen Panama machen. Ich hätte keinen Bock auf Deutschland und habe was Warmes gesucht, in dem es einfache Einwanderung gibt und in dem mich der Staat weitgehend in Ruhe lässt und mir Freiheitsrechte zubilligt. Und da hat Panama die kürzesten Strohhalme gezogen. Ich meine, mit dem Fahrzeug muss ich doch es nutzen. Getriebe und Motor waren weg. Als nächstes hätte ich ihm die Kanone zerschossen, dann wäre ich einfach immer um ihn herumgekreist. Irgendwann hätte die Kanone repariert und mich wahrscheinlich getötet, aber wäre trotzdem lustig gewesen. Okay. Ich glaube, nach dem Spiel gehe ich zu Tarkov. Und dann mache ich dann noch 3, 4 Spiele oder so. Werde mich da nicht stressen. Und dann lasse ich es gut sein. Fallout ist auch die neue, glaube ich, ist heute. Kommt Fallout raus. Ich fürchte nur, das hat Amazon mal wieder grundsätzlich überwältigend versaut. Aber ich will es zumindest mal ausprobieren. Ich war so dumm und habe das Rad der Zeit auch eine Chance gegeben. Einer, der das Buch irgendwie die Bücherei 5-mal durchgelesen hat, habe ich Gewaltfantasien bekommen, als ich es angeschaut habe. Gute Nacht, Legisleiter. Euer Serie ist schon verfügbar. Die komplette oder nur die erste Folge? Ich habe gelesen, es sollte heute irgendwie 6 Uhr abends oder so online gehen. Und sowas hatte ich gesehen. Ja. Ich fürchte ja, die haben es wieder komplett versaut. Weil Amazon Politik wichtiger ist als gute Unterhaltung. Aber ich lasse mich gerne positiv überraschen. Wie gesagt, das Rad der Zeit war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
dass die Witwe von Robert John dem zugestimmt hat, ist... Genau. Das Problem ist nicht vor allem, dass aus politischer Korrektheit grundsätzliche Dinge, die das bei Rat der Zeit für die ganze Lore wichtig sind, für die gesamte Geschichte, die werden einfach auf den Kopf gestellt, damit es politisch korrekt ist. Das war unerträglich. In den Büchern erkennt man, woher die Leute kommen, an ihrem Äußeren. Es gibt Asiaten, es gibt Dunkelhäutige, es gibt Hellhäutige, es gibt alles. Aber die sind jeweils nach Herkunft. Und daran erkennt man sie. In der Serie ist natürlich alles Multikulti von Anfang an. Und vor allem, dass der Drache sowohl Mann als auch Frau sein kann. Das schaut man zu und in den ersten 10 Minuten, in den ersten 3 Minuten, denkt man schon, sind die wahnsinnig geworden. Was den Drachen so besonders macht, ist, dass er ein Mann sein muss. Genau, Gabriel, sowas. Ja. Da hatte ich, glaube ich, 165 Kilo habe ich damit gemacht. 3 mal 10, als ich gut war. Gute Nacht, Adi Fialke. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auf Tarkov. Die Grundidee ist die, es gibt sozusagen bei das Rad der Zeit, es muss sozusagen so eine Art Messias kommen, wenn man so will, und der wird der König werden, also die Erretterfigur halt, die normale. Das Besondere ist aber, nach der Prophezeiung muss die ein Mann sein, und das Besondere ist, in der Welt sind Männer, die magische Fähigkeiten haben, werden wahnsinnig und zerstören alles um sich herum. Und das ist das Besondere, dass der Messias ein Mann sein muss und Männer gleichzeitig wahnsinnig werden und ihre magische Kraft benutzen, um alles um sich herum zu zerstören. Das ist der Widerspruch, der Konflikt, der die gesamte Geschichte treibt, der Kern der Geschichte ist. Dann fängt man die Serie an und dann ist die erste Szene und dann ist die Erzählerstimme, die Prophezeiung sagt, der Drache wurde wiedergeboren, man weiß aber noch nicht, wer er oder sie ist. Und ich saß da und dachte, bitte was? Wenn der Drache eine Frau ist, dann gibt es überhaupt keinen Grund zur Panik. Dann ist alles super. Wie kann man sowas kaputt machen, nur damit beide Geschlechter gleichmäßig repräsentiert werden? Ja. Gabriel einfach stärker werden. Einfach stärker werden. Ja, das gehindert in der Beschreibung wird inzwischen überall. Dann. Okay, ich starte Tarkov, lass währenddessen eine Werbung laufen und gehe austreten.
Ja. Mein Problem ist, dass mein ganzer Stash voll ist und ich gleichzeitig wenig Lust habe zu spielen, weil ich nur noch weggeklatscht werde. Das heißt, ich gehe einfach wahrscheinlich ein bisschen wieder auf Factory mit der Impact Nade in den Ausgang und versau Typen den Tag. War denn eigentlich an Dailies? Aus Reserves. Über Scavland. Das ist ambitioniert. Broken GX. Das habe ich nicht. Das ist das Problem. Ja. Was haben wir hier? Scavs mit einer Shotgun. 18. Das müsste ich ganz gezielt anspielen und selbst dann wäre es schwierig. Andererseits könnte ich das natürlich verbinden mit dem Versuch, diese dämliche Mission mit Schrotflinten und so weiter zu machen. Können wir uns überlegen, dass wir es nachher machen. Das wäre eine Option. Na gut, gehe ich erstmal. Ich denke, das passt so. Trainiert bin ich. Ja, geh mal einfach rein. In Factory. Ja, bin I be gone. Das läuft auch bei mir. Sollte mehr Gewicht machen. Wichtiger ist, dass die Ausführung richtig ist. Aber wenn die Ausführung richtig ist und das Volumen erreicht ist, dann sollte man mit dem Gewicht hochgehen. Ego pumpen ist schlecht. Gewicht erhöhen, nur damit man sagen kann, man hat mehr gedrückt. Das hilft wenig. Er ist nicht gescheit, ja, das Problem habe ich auch. Robotikler, ja, jetzt ist ja auch noch so, dass es nur noch Oscar geben wird ab nächsten Jahr oder so, wenn irgendwelche Quoten erfüllt sind. Ja, dann ist es halt, wie es ist. Viele Buchverfilmungen waren schon richtig gut. Terminal List. Sensationell. Richtig, richtig gut. Und ich habe danach die Bücher gelesen. Klasse. Ja, Protein könnte ich auch noch mehr nehmen. Würden Sie Hunt Showdown spielen? Nee, sowas will ich nicht mehr anfangen. Ich will keine MMOs mehr anfangen. Ich spiele Tarkov und War Thunder und wenn ich mit denen fertig bin, lasse ich die Finger von MMOs. Ist Voice Message, dann kann ich ihm sagen, Good night, my friend. Die Dune-Bücher. Ja, die sind aber irgendwann werden sie absurd. Terril, ja. Dune waren die ersten drei Bücher. Ich weiß nicht mehr, wie viele stark waren, aber ich weiß, dass ich sie alle habe als Audiobook und ich habe dann irgendwann abgebrochen. Die Bibel habe ich jetzt nicht so toll in Erinnerung, aber es ist zumindest kein schlechtes Buch. Und jetzt zeige ich, wie man als richtig schlechter Spieler Tarkov spielen kann. Man kann ein Arschloch sein.
Kommt er? Zwei. Ich glaube, ich riskiere es. Warum auch nicht, ne? Die ist schon wieder so asozial. Soll ich das wegmachen und dafür das nehmen, glaube ich. Und das ist auch schlechter als das. Ja, oh, das ist so. Habe ich alle Tags? Ne, einer fehlt. Fehlt ein Tag. Hä? Er wird ihn eingesammelt haben, vermute ich mal. Und in seinen Dings gepackt haben. Okay. Hm. 6x6 Bench Press. Hm. Ich mache High Intensity Training die meiste Zeit. Das ist nur ein Satz, ultra langsam. Ist wohl überholt völlig die Theorie, aber bei mir funktioniert sie. Von daher mache ich sie. Und dann alle zwei, anderthalb bis zwei. Okay. Keine Ahnung, wo dessen Tag hin ist. Ja, egal. Ja, ich hätte Surprise, Motherfucker, sagen sollen oder sowas. Mike Mensa Training, ganz genau. Heavy Duty. Wobei ich das, dieses Buch hier nehme. Inzwischen neu aufgelegt ist. High Intensity Training. Was? Von Dr. Jürgen Giesing. War zwischenzeitlich mal 80 Euro oder sowas auf dem Gebrauchtmarkt. Was ein paar Jahre lang, 10, 15 Jahre lang nicht mehr erhältlich war. Aber inzwischen ist eine neue Auflage raus. Fünf, sieben, schön. Fünf, sieben sind immer gut. Keine Ahnung, wo das, der Tag hin ist. Das irritiert mich, das System geworden ist. Nun gut. Was so? Mehr Gewicht, weniger Wiederholung, mehr Sätze. Je nachdem, wie es halt für einen funktioniert. Wenn was schief geht, das stimmt, ja. Und andererseits ist es auch richtig, richtig mies. Also, schon schlimm genug, dass man Leute überhaupt exfil campt.
Aber ich sag's immer, ich finde alles, was funktioniert, ist in Ordnung. Wobei Nikita ja Karma einführen will. Das heißt, jemand, der Exfil campt, der bekommt dann irgendwie negatives Karma und dann soll es einen Boss geben, der die Leute jagt. Das ist natürlich spaßig. Da hat man dann einen, der einen jagt, weil man ein fieser Spieler ist. Das ist auch mal eine sehr schicke Innovation, muss ich sagen. Gefällt mir, die Grundidee. So. So, so. Ich bin leicht voll, glaube ich. Das kann ich verkaufen. Und das, was weiß ich, tun wir mal hier rein. Dann brauchen wir wieder eine Impact Nade. Der Vorteil ist ja auch, dass ich so an meinem Grenadier arbeite. Und ich muss zugeben, es ist sehr befriedigend, mal für einen Moment nicht ständig hops zu gehen. Hat der mich am Kopf getroffen? Woher habe ich da plötzlich Schaden? Wirkt fast so. Interessant. Oder der ist schon länger da, der Schaden kann natürlich auch sein. Gut. Granate sitzt. Ja, man darf nicht vergessen, Dorian Yates und Mike Mensah waren noch voll mit Steroiden. Das ist halt dann auch noch mal anders so zu trainieren. Aber für mich, ich habe das Gefühl, es funktioniert. Mir macht Spaß und vor allem passt es mit meinen zeitlichen Anforderungen. Wahrscheinlich sollte ich das Training ändern. Schon allein, um höheres Volumen zu machen, damit ich A, mehr Kalorien verbrenne und weil es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlecht für den Stoffwechsel wäre. Aber es funktioniert und mir macht Spaß. Ja, ich habe ein Pumpprogramm noch aus irgendeiner Flex von 2005 oder 6 oder so. Das mache ich alle 2 Jahre mal. Das ist richtig hart. Riesig volumig. Da kann ich am Anfang gar nicht mehr mich nicht mehr bewegen vor Schmerzen. 5 Tage die Woche, ein Fünfer-Split, der mörderisch ist, was das Volumen angeht. Also es sind eine Übung nach der anderen und das Interessante ist, ich habe das Gefühl, dass mein Wachstum gerade durch den krassen Kontrast natürlich immer wieder stimuliert wird. High-Intensity-Training ist das exakte Gegenteil zu diesem Pumpprogramm. Live-Reaktion auf die Discord-Memes, da müsste ich mal gucken. Quasi, schick mir mal den Link, wo die Memes sind, dann kann ich es mir mal angucken. Schick mir bitte, wenn du noch da bist. So, dann gehen wir jetzt wieder Exfil campen. Ich müsste es eigentlich noch auf Reserve machen mit D2. Wie man das halt so richtig macht, da bin ich wieder. Das Spiel will, dass ich das mache. Ganz offensichtlich will das Spiel, dass ich es mache. Das kann man gar nicht mehr regenerieren, ja. Nicht mehr wirklich. Und ein Ende von Memes. Okay, da muss ich mal schauen. Danke. Das Beste war ja, dass er mit einem Kumpel kam, glaube ich. Warum auch immer der Kumpel nackt auf Factory war. Und der Kumpel wusste, ich bin da und hat sich nicht rausgetraut. Dann kam ein Dritter. Das war das Allerbeste. Oh Mann. Da habe ich auch Glück gehabt. Man hat ja gesehen, wie schlecht ich geschossen habe. Der war nur in der Heil-Animation. Das war mein Glück. Eigentlich müsste ich mal Ground Zero spielen. Kann man ja jetzt wieder.
Einzig Nervige ist, ich muss die ganze Zeit die Maustaste gedrückt halten. Komm, jetzt irgend so ein Super-Chat. Sind auch zwei, gell? Da ist schon wieder einer. Oh, die Maske. 69. Okay. Ich habe die nur gerecht. Okay. So. Bye. Oh je, da hab ich's einem gezeigt. Ist einfach asozial, das wissen wir alle. I love Fenty. Ja. 69, das war das Höchste, was ich bislang getötet habe. Der hätte mich, das ist so einer, der 69 ist, der schießt mich im volltrunkenen Zustand weg. Wenn er eine Pistole ohne, mit der schlechtesten Munition hat und ich habe die beste Ausrüstung. Brauche ein komplett schwarzes Outfit, damit man sie in der Ecke nicht sehen kann. Stimmt, aber ich meine, mit der Impact Nate ist es egal. Wenn sie die Tür öffnen, sind sie in Reichweite. Da gibt es keinen Ausweg mehr für sie. Das Problem ist, ich bekomme langsam zu viel Stuff, zu viel Ausrüstung. Das ist auch noch ein Bär. Dann kann ich ihn in mein Dings tun. Das ist jetzt nochmal spannend. Kann ich ihn in meine Hall of Fame tun und so richtig Boni absammeln, einsammeln. 69, ist ja richtig hoch. Das ist wahrscheinlich das höchste 1% an, was wir gegrindet haben gerade. So, wo kann ich sehen, wie viel Boni der bringt? Keine Ahnung. I love... Wer ist da? I love Fenty. Soll wohl Fentanyl heißen. Hier, plus zwei, keine Ahnung. Was davon jetzt ist, schauen wir mal. Wo kann ich jetzt schauen... Wie kann ich ihn jetzt suchen? Nee, falsch. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Wie Loot. Der vor allem ist der, also das wird ein richtig guter Spieler sein. Oder ein richtig guter Cheater, aber hätte er gecheatet, hätte ich ihn nicht töten können. Er hätte gewusst, dass ich da bin. Deswegen, es ist asozial, das zu tun, das weiß ich selbst. Aber jeder weiß, dass ich gegen den in einem fairen Kampf keinerlei Chance gehabt hätte. Und dann ist es eigentlich eher schlau, es zu tun. Könnte theoretisch. Sowas hier mal verkaufen.
Rüstung wie ein Wahnsinniger. Gear 4 müsste ich absolut nicht haben, weil ich mehr Gear habe, als ich in diesem Vibe noch brauchen werde. Da haben wir noch einen. Hätte ich gewusst, dass ich gleich mehrere habe, naja. Wieder Tetris spielen oder ich sollte einfach mal anfangen zu verkaufen. Aber ich will immer nichts verkaufen, weil ich Hoarder bin. Das Ding hier vielleicht. Die ganze Karte hat er leer geräumt. Und dann will er raus. Und ich sitze da. Die könnte ich zum Beispiel auch verkaufen, die Griffe. Die sind eh Schrott. Werde ich eh nie benutzen. Muss ich immer noch die Waffe loswerden. Was machen wir da? Ich werde immer an den Exit. Ich bin selber auch schon Exit gecampt worden, aber relativ wenig. Ich würde nicht sagen, dass das ein generelles Problem ist. Natürlich gibt es Exfil-Camper, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein grundsätzliches Problem ist. Den Eindruck habe ich zumindest nie gewonnen. Okay. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringen soll. Wahrscheinlich nicht. Nö, sinnlos. Den brauche ich noch, wenn ich mit dem Cowboyhut, wenn ich mit dem Revolver reingehe. Da muss ich stilechten Cowboyhut tragen. Ist für mich klar. Ich sollte die wahrscheinlich verkaufen. Wobei sie gut wäre für diese Mission, die ich immer noch machen muss. Was mache ich? Was verkaufe ich? No, thank you. Auch Glück, wenn die Frau einen derart unterstützt. Ja, wo muss ich hier irgendwie umschichten? Das konnten wir doch hier hinbringen. Dann muss ich wirklich langsam mal anfangen zu verkaufen. Das Problem, dass alles zu voll ist, das werde ich ja gleich wieder haben. Ich habe ja nicht vor, schon wieder zu sterben. Also, da capo Alfine. Ist ein Kampf fern, beide was falsch gemacht, ja. Und ich meine, man muss einfach sagen, ich bin ein alter Sack, der keine Hand-Augen-Koordination hat. Mich gegen einen 20- bis 30-Jährigen, der die Reflexe einer Katze hat, antreten zu lassen auf Augenhöhe, ist Selbstmord. Das ist
Natürlich ist Exfil Camp mies. Und ich erinnere mich, dass ich mal selber auf Interchange voller Loot war und hatte dann dazu noch irgendwelche Quest-Items. Und dann schießt mich einer weg und zwar so 0,3 Sekunden, bevor ich raus bin. Sodass es noch normal ablief und ich mir dachte, ich bin doch sicher noch irgendwie rausgekommen. Es war so frustrierend. Aber so ist es halt. Das ist so pervers gut. Der neue Lemon-Geschmack. Lemon Hydration ist jenseits von Gut und Böse. Mann. Wir gucken einfach nur quer über die. Ganz genau. Es gibt Spiele, da bin ich Erster und habe irgendwie 8 Kills, weil ich mich einmal konzentriere. Ich weiß, wie man War Thunder gut spielt. Da spielen Reflexe auch eine Rolle. Da spielt Kartenkenntnis eine Rolle. Da spielt Panzerkenntnis eine Rolle. Zu wissen, wo ich hinschieße. All das spielt auch eine Rolle und Hand-Augen-Koordination, dass ich nicht nur irgendwie auf den Panzer schieße, sondern ihm die Geschütz kaputt schieße oder irgend sowas. Das spielt alles eine Rolle. Aber Disziplin ist dort die größte. Das Spiel will es. Ich kann nichts dafür. Warum würde ich diesen Spawn 4-mal in Folge bekommen? Denn nicht, damit ich Exfil campe. Wenn man sich die guten Streamer anschaut, die reagieren eher selten auf Zuschauer bei so einem Spiel. Was weiß ich, wenn man sich Landmark anschaut, der liest nicht den Chat, während er rumrennt. Und die andere Geschichte, die, wo sind die Katzen gerade, ist keine da. Keine Ahnung. Und was auch noch eine Sache ist, ist, ob man Audiofilter oder sowas benutzt. Ich müsste das Spiel wahrscheinlich lauter machen. Weil ich manche Sachen nicht höre, die das Spiel mir erlauben würde zu hören. Schlicht, weil das Spiel zu leise ist. Das heißt, das Spiel erlaubt mir irgendwie einen Schritt zu hören, aber ganz leise, weil er ganz weit weg ist. Und weil ich Spiel den Computer nur mit 40% Lautstärke habe oder so, höre ich es nicht. Ich will allerdings nicht taub werden, wenn das Geschieße anfängt. Also müsste ich einen Audiokompressor oder irgend sowas nutzen. Und da hatte ich einen, der hat funktioniert, aber. Der Computer ist abgestürzt. Dann eben nicht. Level 69. Krass. Ach je. So ein Asozialer. Müsste mal schauen, wie weit ich schon mit Grenadier bin. Müssten jetzt schon mindestens 3 sein. Wahrscheinlich müsste ich wohl auch auf niedrigeren Grafikeinstellungen spielen. Keine Ahnung. Bei War Thunder auf jeden Fall. Da tut es richtig weh, wenn man mehr gezeigt bekommt, weil man nicht mehr durch Bäume schauen kann und der niedrigere Grafikeinstellungen hat, durch Bäume sehen kann. Ob das hier auch so ist, bin ich mir nicht sicher. Ob hier dann Gras zum Beispiel weniger gezeigt wird, aber man den Körper noch liegen sehen kann. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Bei War Thunder auf jeden Fall. Ja. Aber so hat es den Vorteil, dass ich mich mit dem Chat unterhalten kann. Dieser andere Typ. Schade, dass der kein Streamer war. Das wäre lustig gewesen, sich anzuschauen, wie der reagiert, wenn er so geexfilcampt wird mit einer Impact Nade. Aua. Das muss frustrierend gewesen sein.
Der hohe Ping hilft auch nicht, es sei denn, ich würde aggressiv spielen. Dann bringt er wohl was, was leichtes Desync gibt. Aber weil ich nicht aggressiv spiele, sehen die anderen, kommen die anderen um die Ecke und sehen mich eine Zehntelsekunde früher, als ich sie sehe. Also haben sie eine Chance. An sich sind die Spieler durch die ganze Karte sichtbar. Man kann auf 600 Meter Leute abschießen und auch erkennen. Von daher würde ich eher denken, dass je höher die Grafik, desto besser. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Bei War Thunder ist es definitiv andersherum. Da mit Ultra Low Quality zu spielen hat klare Vorteile im Gefecht. Und wir hatten es ja hier mal, dass ich einen Bug hatte, dass alle Bäume verschwunden sind wegen irgendeinem Grafikkartenfehler. Und ich konnte plötzlich durch die Karte die anderen Spieler sehen. So, der muss jetzt alles looten und dann zu mir kommen. Immer noch. Einem Raspberry Pi. Ah, okay. Ja, das ist dann eine andere Möglichkeit, Henry. Das ist halt, wie gesagt, bei War Thunder nicht so. Das ist schade. Denn die sollten Büsche zum Beispiel, sollten sie dann einfach als runde grüne Kugel darstellen oder sowas. Wenn man die Grafik nicht hat. Das wäre fair. Aber es ist, gerade bei Karten mit größeren Distanzen, aber viel Bewuchs, ist es so ein Unterschied, ob ich zum Beispiel, wie ich Bäume darstellen lasse. Auf einmal kann ich sie auf 1,5 Kilometer die anderen Panzer sehen, ansonsten sehe ich sie nur auf 300 Meter. Das ist natürlich Kundschaft. Wobei das sich nach Dings anhört, oder? Nach dem Boss. Tagilla. Den ich immer noch nicht getötet habe. Nachteil mit der Impact Nate ist, dass ich nur wenige habe, sie nicht kaufen kann. Und wenn die mir ausgehen, habe ich ein Problem. Dann kann ich das hier zumindest nicht mehr machen. Da ist er. Schon wieder ein Chat. Sozial. Oh Mann. Kann man Grenadier auch machen. Ich weiß, ich bin asozial.
Aber das Spiel will's so. Ansonsten würde ich woanders spawnen. Ist ja wohl klar, dass ich es machen muss. Warum schickt er mich viermal in Folge an die Stelle? Wenn ich es nicht machen soll. Ja, ich muss langsam anfangen zu verkaufen. Ist halt doch. Nicht genug von denen. Nee, ich schäme mich vor mir selber. AP. Okay. Wie machen wir das jetzt am schlausten? Das können wir hier rein tun. Das tun wir erstmal hier hin. Die können wir verkaufen. Der für Platten drin. Ihre. Okay, kann ich nicht verkaufen. Ist in zu schlechtem Zustand, das anscheinend. Jetzt müsste es aber gehen. Der hat zwei blaue Laser und zwei Lichter dran gehabt. Der wollte genug im Dunkeln sehen können. Den noch hier hin. Dann können wir die verkaufen. Auch wenn der 8er Magazin, aber ich meine, an Geld liegt es ja nicht. Jetzt sind wirklich kein Grund, die Waffen nicht zu verkaufen. Gerade Waffen, die ich problemlos nachbauen kann. Ich bin noch nicht sicher, was ich mit der PP19 mache. Ich die behalten soll oder nicht. Warum kauft er die nicht? So, wenn noch was drin ist. Okay, das erklärt das. Ich könnte es theoretisch mitnehmen. Ja, warum nicht? Dann die Impact Nate wieder. So, wie weit bin ich mit Grenadier? Das war der, ja. Hier. Gut, dass ich das gemerkt habe, ansonsten hätte ich die falsche Handgranate gehabt. Der hätte mich gewundert, warum er nicht stirbt. Und der wär rausgekommen und hätte mich getötet, wahrscheinlich.
Wer so spät den Ausgang benutzt, ja. Ich habe auch mehrere rumliegen. Er hat es nicht anders verdient. Es klingt ein bisschen hart. Aber ich meine, wie gesagt, ich glaube, es ist Teil des Spiels. Und ich denke nicht, dass Exfil Campen ein übermäßiges Problem ist. Es mag sein, dass es auf Reserve mit D2 anders ist, dass man da jedes zweite Mal gecampt wird, keine Ahnung. Aber sagen wir mal, selbst Interchange, wo es sehr einfach ist, habe ich jedes zehnte Mal, wenn überhaupt. Also es ist sehr selten in meinen Augen. Kann ich Ihnen Literatur empfehlen, wie man sich darauf vorbereitet? Nee. Ich hatte mal mit einem Verlag, war ich mal im Gespräch, dass ich ein Buch schreiben sollte, wie man sich auf die Apokalypse vorbereitet. Ich sollte den mal kontaktieren, ob ich es vielleicht doch wieder mal machen sollte. Ich habe ja mal ein Spaßbuch geschrieben, wie man sich auf die Zombie-Apokalypse vorbereitet. Muss ich nochmal überarbeiten und wieder veröffentlichen. Und das fand dieser Verleger gut und hat gesagt, das könnte man auf andere Szenarien erweitern, auf andere denkbare. Das wäre vielleicht eine Option. Es gibt ja schon den Zombie Survival Guide. Ja. Ich habe halt ein anderes Buch geschrieben. Weiß ich nicht, Gerber Gandalf, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Weil sie dem Westen und potenziellen Kunden irgendwie damit adressieren wollen oder so. Ich bin mir nicht sicher. In der Position sehe ich keinen Grund zu kämpfen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist, Plotmensch. Das muss die Außenwirkung sein, ansonsten gibt es keinen Grund. Wie besucht man den, überlebt man den Besuch der Schwiegereltern? The Witcher durchzuspielen. Oh, das habe ich auch. Alle drei Ausgaben nie angefasst. Ich hätte sie wenigstens noch plündern sollen. Vielleicht hätten sie irgendwas Schickes dabei gehabt. Naja. Egal. Aber so habe ich wenigstens nicht das Problem, dass ich meine Impact Nade verliere. Witcher 3 ist der Hammer, das höre ich immer wieder. Das wäre auch mal eine Option, dass ich das irgendwann mal angehe. Aber ich komme aktuell wieder nur noch zweimal die Woche zum Spielen. Und da müsste ich dann mal schauen, wie sich das damit irgendwie in Einklang bringen lässt. Naja, mal gucken. Top ab. Und wir können schon wieder reingehen. Ich habe auch die Bücher als Audiobook gelesen oder gehört. Die Grundlagen zu der The Witcher. Gute 150 bis 200 Stunden, da vergeht mir wahrscheinlich dann doch wieder irgendwo die Lust. Bei Kingdom Come Deliverance war ich bei 80 oder 90 Stunden und hatte keine Lust mehr. Dann habe ich einfach gezielt nur noch die Questreihe durchgemacht.
weil es sowieso schon relativ weit war. Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed habe ich die Ausgabe mit den Piraten probiert und habe aufgehört nach einer Stunde, als ich dann plötzlich in einem modernen Büro war, in irgendeiner Zwischensequenz. Dachte ich mir, was soll denn der Dreck? Ich habe die Finger davon gelassen. Ich habe auch Metro habe ich auch schon wieder deinstalliert. Das ist nicht meine Art. Nicht meine Art Spiel. Dann quäle ich mich nicht weiter. Bin kein Fan von Minigames in Spielen, ja. Das war dann das bei diesem Witcher, bei dem Assassin's Creed. Denn ich mag das Piratengenre. Hörte sich nach einer Pistole an. Und ich Depp hätte zurückgehen sollen. Ich wusste doch, wo der war und ihm die Impact Nade drauf werfen sollen. Das ist zum Beispiel wieder ein, auch nur ein mittelmäßiger Spieler, wäre hier nicht draufgegangen. Das ist es halt, weil ich schlecht bin. Welches Museumsschiff würden Sie gerne mal besuchen? Die Mikasa. Sechs Treffer nur. Naja. Wie oft habe ich geschossen? 38 Mal. Wenn man so schlecht spielt, darf einen das auch nicht verwundern. Es waren zwei. Drei Waffen. Warum habe ich Schaden von drei Waffen genommen? Okay. Naja. Aber ich hätte die in Impact Nade nehmen sollen. Schlachtschiff im Beton. Das Concrete Battleship in der Bucht von Manila. Ja, wäre sicherlich auch mal nett. Aber Mikasa würde mich reizen. Die Wasserpistole, das ist auch lustig. Eigentlich sollte ich die auch nochmal irgendwie spielen. Nehmen wir einfach das. Weil warum nicht, oder? Habe ich gerade die Magazine weggeworfen? Habe ich noch welche? Schauen wir mal, was wir an Magazinen haben und entscheiden uns danach. Ich könnte die. Passt das in die SVT? Ja, passt hinein. Das ist falsch. MP5 vielleicht. Was nehmen wir? Ja. Ein PST wollen wir dann doch nicht. Glaube ich, genug Waffen für den Moment. Vor allem viele Bolt-Action, weil ich irgendwann mal vorhatte, Shooterborn in Heaven noch zu machen. Ich glaube, das reicht in der Version.
Brauche ich nicht wirklich viel mehr Ausrüstung. Rüstung habe ich. Dann nehmen wir noch Schmerztabletten mit. Nur für den Fall der Fälle. 5. So, wenn wir sie schon haben. Nur noch irgendeine schicke Gesichtsausrüstung. So. Rucksack. Nee, da finden wir einen. Und wahrscheinlich sollte ich einen Run-Through machen, wenn ich auf der Seite starte. Denn mich durchzukämpfen, dass ich das erfolgreich schaffe, scheint sehr unwahrscheinlich zu sein. Fehlen in dem Rig Platten? Nee, sollten nicht. Es kommt mit Platten. Ist trotzdem nutzlos, was glaube ich nur Level 3 ist oder sowas und kaum was schützt. Aber hier ist es mehr wichtig, dass mich die. Ja, Level 3, das Schrott. Aber das sorgt dafür, dass mich die Scavs nicht attackieren. Habe ich, okay. Das war blöd. Glaube ich, im Hafen von Wismar. Texas wäre sicherlich auch mal nett anzuschauen. Ansonsten war ich auf zwei Iowa-Klasse-Schlachtschiffen und einer North Carolina. Und einer, was ist das, South Dakota, glaube ich? Was ist die USS Massachusetts für eine Klasse? Ist keine Iowa, oder? Also ich war auf mehreren Schlachtschiffen und auf der USS Essex. Von daher immer spannend, aber ist jetzt nicht das, was ich unbedingt haben muss. Ich glaube, es ist South Dakota oder sowas. Ja. Ich finde es so schade, dass das alles verschrottet wurde. Die Dinge hätte man auch einfach mit Volldampf irgendwo auf einen Strand rasen lassen können und sie dann in ein Museum verwandeln. Müsste South Dakota sein, glaube ich. In der USS North Carolina war ich auch. Auf der USS Constitution. War auch nett. Victoria war ich noch nicht. Auf die muss ich noch. In der Warsaw war ich mal. Wasser? Wasser wahrscheinlich eher. Ja. Ich muss noch Content mit Waffen schießen, weil ich für Hoplophil Videos machen will, die Waffen von Tarkov. Mit einer Kamerabrille Waffen schießen, die es in Tarkov gibt. In der Filmkulisse von Das Boot, da war ich auch. Das Boot ist auch ein Klassiker, ja. Oh. Die Frage, ob hier jetzt einer ist. Hoffen wir mal, dass nicht.
Da kann nämlich einer reinschießen. Aber wenn ich raus kann, ohne meine Impact Nate zu verlieren, dann nehme ich das gerne an. Ich hätte noch schauen sollen, was der für Platten in seiner Rüstung hatte. Das wäre schlauer gewesen. In dem Typ 7 U-Boot, ja, in dem war ich noch nicht. Ja, das war eine Schande, dass die Güben nicht zurückgekauft wurde. Was da an Geschichte zerstört wurde, natürlich ist ein Schlachtschiff mit 30.000 Tonnen eine Menge Stahl und eine Menge Geld. Aber es ist auch nicht so viel Geld. Und dadurch, dass es Stahl ist, verrottet es ja auch nicht über Nacht, wenn man es nicht wieder einsatzbereit machen will. Dann legt man es halt irgendwo in harmloses Trockendock und lässt es mal 20 Jahre gammeln, wenn es sein muss. Naja. Ist wie es ist. Aber da habe ich überraschenderweise war ich da mal erfolgreich. FMJ, warum geht der mit FMJ rein? Interessant. Gut. Schon wieder ein Kill. Also irgendwie läuft es gerade, erstaunlicherweise. Das kann ich natürlich wieder nicht loswerden. Ich das gemacht oder war das? Es muss noch so gewesen sein. Ansonsten gibt es keinen Grund, dass ich nicht mal merke, dass ich getroffen worden wäre im Gesicht. Okay, ich denke, das war's. Das können wir noch wegtun. Dann schon wieder reingehen. Also irgendwie habe ich gerade einen recht guten Lauf. Und das war jetzt sogar fair. Ja. Das war ein sehr authentischer Spion. Ja, das habe ich auch gesehen, gelesen, Turbo. Unfassbar. Vor allem, die sind voller Leichen. Das sind Kriegsgräber. Wahnsinn. Ich meine, der Stahl ist richtig viel wert, weil er vor den Atombombentests erzeugt wurde und damit der Fallout, die Strahlung fehlt. Deswegen wurden auch immer wieder wird Stahl aus den Wracks der Hochseeflotte geschnitten in Scarpa Flow, weil das für irgendwelche Hochpräzisionsinstrumente der Stahl wertvoller ist. Aber trotzdem. Bauen Sie Musikvorschläge in Richtung Metal. Realistischerweise wahrscheinlich nicht. Nicht, weil ich nicht will. Sondern wenn es jetzt hier gesagt wird, werde ich es mir ehrlicherweise nicht aufschreiben und dann später ausprobieren. Ich komme momentan kaum zum Musik hören. Morgen habe ich eine längere Autofahrt und dort werde ich ein Hörbuch hören. Das heißt, aktuell werde ich es überhaupt verpassen, dass es irgendwas anderes gibt. Für die Schiffe ist Süßwasser. Das sah ziemlich gut aus, besser als bei der Texas, ja. Ja, dann schleppt man es halt irgendwo in den Fluss hoch. Hören Sie für Musik, während Sie trainieren? Ich höre Beatles. Ich habe eine Heavy Metal Playlist. Wie meistens. Ja. Nachtdienst ist etwas zäh. Denke ich mir. Okay, dann schauen wir jetzt mal.
Ist die Frage, was ich mit der Impact Nate mache. Ich nehme noch einen Rucksack an. Wo rennt denn der? Mein Problem ist die Impact Nate, die will ich nicht verlieren. Der Rest ist mir egal. Moment, was habe ich denn da gehört? War das Tagile? Vermutlich. Oder ein Spieler. Auf jeden Fall war es sehr genau. Es war Tagila, glaube ich. Es seien hinten auch irgendwo am Horizont laufen, oder? So schnell tötet der mich normal nicht. Naja. Das war's mit der nächsten Impact Nate. Einfach nur einmal in den Kopf geschossen, ohne dass ich ihn überhaupt gesehen habe. Ich hätte nicht draußen rumlaufen sollen. Da war einmal hat er eine Voiceline gemacht und die hörte sich für mich nach Tagila an. Und dann dort rauszugehen, wo er in alle Richtungen theoretisch sein kann, war taktisch sehr unklug. Denn der konnte in allen Dimensionen sein, im Prinzip. Und auch Spieler. Schlauer ist es mit kleinen Winkeln zu machen. So macht man es auch im Häuserkampf. Man sorgt für kleine Winkel, damit das Risiko überschaubar bleibt. Naja. Das ist halt, wenn man theoretisch weiß, wie es geht, aber sich nicht dran hält. Hier jetzt mal was. Gut. Ist doch mal so. Wie viele Impact Nades habe ich denn noch? 3. Oh je, das war's dann. So, lass mal's für heute einfach gut sein. War ja kein schlechter Abend. Und sogar einen fair erwischt und den anderen halbwegs fair. Hatte ich schon frustrierender. Von daher, ich glaube, ich lasse für heute einfach mal gut sein. Denn dann kann ich, wenn Anna noch dazu willens ist, mir vielleicht noch mal in die erste Folge von Fallout reinschauen. Stress mich da nicht. Ab Freitag darf ich Männerlord streamen und Content zeigen. Das heißt, wenn ich irgendwie morgen oder übermorgen mal dazu komme und es macht mir Spaß, mache ich dann eventuell einen spontanen Stream, aber wahrscheinlich eher nicht. Weiter geht's. Ja, nee. Ich wünsche Ihnen allen eine gute Nacht. Schön, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie hier waren. Ich hoffe, Sie hatten Spaß. Ich hatte es. Bis auf so ein paar Phasen in Wolfgang. Aber wie heißt es so schön? Es macht fast Spaß, das Spiel. Ich